Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung. Ich war noch nie in Wiesbaden und bin immer froh über Gelegenheiten, mir mal Städte anzugucken. Der Peter hat mir hier von dem Tech Talk-Format erzählt und mich gebeten, ein bisschen was über mich und die Geschichte von Pretix zu erzählen, wie aus einem Open-Source-Projekt ein Produkt geworden ist. Gleichzeitig ist es aber ein Tech-Talk-Format und ich will euch nicht mit irgendwas langweilen, was wie ein Sales-Pitch klingt. Ihr müsst mir trotzdem verzeihen, wenn man jahrelang durch die Gegend läuft und versucht, Leute von einem Produkt zu überzeugen, dann kann man keinen geraden Satz mehr formulieren, der nicht irgendwie nach Verkaufen klingt. Ich hoffe, ich kann das ein bisschen zurückschrauben. Also, ich bin Raphael. Ich komme aus Heidelberg, bin Softwareentwickler, habe eine kleine Softwarefirma. Und das ging ungefähr 2013 los, als ich angefangen habe, neben meinem Studium in sehr kleinem Rahmen Freelancing nebenbei zu machen für verschiedene Kunden. Ich hatte ein anderes kleines Open-Source-Projekt, völlig andere Geschichte, mit dem ich ein bisschen Geld versucht habe zu verdienen und habe dann irgendwie Gewerbe angemeldet und so weiter, was man da so macht. Was im gleichen Jahr passiert ist, ist, dass ich angefangen habe, mich ehrenamtlich zu engagieren bei der Organisation von einer Konferenz, und zwar von den MRMCD, den Meta Rhein-Main Chaos Days. Das ist eine IT-Konferenz in Darmstadt jedes Jahr aus dem Umfeld des Chaos Computer Clubs. Heutzutage so ja, knappe 500 Leute zu Themen IT-Security, Open Source, alles andere, was irgendwie mit Technik zu tun hat oder auch nicht. Und meine Aufgabe in dem Team war, mich um den Anmeldeprozess der Teilnehmer zu kümmern, also das Ticketing und den Bezahlprozess und den Verkauf. Und wir hatten eine WordPress-Webseite und haben gesagt, okay, wir machen das ganz einfach. Wir haben ein WordPress-Plugin namens CampTix verwendet. Das ist das, was die WordPress-Leute selber für ihre internen Veranstaltungen verwenden. Und das war irgendwie alles nicht so toll, weil erstes Mal musste man da noch ganz viele Dinge drin anpassen, damit man das irgendwie für ein typisch europäisches Event, wo man vielleicht andere Zahlungsarten hat als eher auf anderen Kontinenten und so ein bisschen anpassen musste. Und das war insgesamt kein großer Spaß. Da musste man ganz viel selber basteln und am Ende fielen komische Daten raus. Und das war auch für die Benutzer nicht schön. Also haben wir 2014 was anderes verwendet, nämlich ein Softwareprojekt, das so im CCC-Umfeld intern verwendet wurde und für den großen CCC-Kongress entwickelt worden war. Und das Problem damit war, dass das eine Software war, die wirklich ganz spezifisch auf diese eine Veranstaltung entwickelt war und sich überhaupt nicht in der Lage war, an andere Events anzupassen. Und sobald man irgendwas anders machen wollte als da, musste man wieder relativ viel selber Code schreiben und relativ viel daran rumarbeiten. Und das Ding ist, wenn man Events macht, hat man normalerweise gerade keine Zeit, Code zu schreiben, weil man ja Events macht. Und das konnte irgendwie nicht so weitergehen und war äußerst unbefriedigend. Und dann habe ich mich 2014 noch so quasi am Ende des Events mit anderen Leuten, die in anderen Umfeld ähnlichen Schmerz hatten, zusammengesetzt und gesagt, okay, wenn man das jetzt mal richtig machen würde, was müsste man denn da tun? Und ich habe jetzt hier so ein paar Zitate aus dem, wenn man irgendwie in dem heutigen Git-Repository zurückgeht, findet man das im allerersten oder zweiten Commit. Da haben wir so eine Dokumentation geschrieben, was muss das Tool eines Tages können? Und da stehen so Sachen drin, die, also ein kleiner Schritt zurück, warum haben wir nicht einfach Eventbrite verwendet? Naja, wenn man eine Konferenz zum Thema Datenschutz macht, ist das irgendwie unglaubwürdig. Und wenn man eine Konferenz zum Thema Open Source macht, also es sollte schon irgendwie was sein, was wir selber betreiben können. Und da gab es nicht viel, da gab es insbesondere nichts, was unsere Anforderungen erfüllt hat. Und die Anforderungen waren sowas wie, mit einer Softwareinstallation sollte es möglich sein, mehrere Events zu machen. Soll sich da nicht jedes Jahr neu drum kümmern müssen. Und da sollten auch verschiedene Leute ihre Events mitmachen können mit einer Installation. Und die Software soll nicht nur für den Endkunden, der nachher das Ticket kauft, irgendwie angenehm sein, die soll bitte auch für die Leute, die Events machen, irgendwie angenehm sein, weil die machen ja schon Events, das reicht ja schon. Und dann so Sachen, die ne, relativ banal klingen, aber eben nicht gegeben waren. Man soll, um ein neues Event einzurichten, bitte keinen Code schreiben müssen. Und man soll sogar, das habe ich rausgepickt, weil das so wunderschön spezifisch ist, man soll bitte auch das Ticket, das am Ende rausfällt, wie das aussieht, soll man irgendwie bitte anpassen können, ohne einen Renderer erstmal schreiben zu müssen. Sondern da muss irgendwie eine Anpassungsfähigkeit da sein. Okay, also hatten wir irgendwie so ein Dokument geschrieben, ja, zwei, drei Bildschirmseiten lang, was das alles können soll. Und wie wir alle wissen, ist dann der schwerste Aspekt der Softwareentwicklung ja geschafft. Und dann muss man es ja nur noch schreiben.
oder so. Ich habe das dann angefangen zu schreiben und das war dann im Juni 2000, genau. Zwischendurch hat sich der Projektname nochmal geändert von Tixel zu Pretix. Erstens, weil es besser klingt, zweitens, weil es vielleicht Markenrechtsprobleme gegeben hätte. Und bis Juni war dann die Software so weit, dass wir für die MMCD das erste Ticket damit verkaufen konnten. Soweit so gut. Das tat also und war auch besser als alles, was wir vorher hatten. Aber es hat sich in dem Prozess gezeigt, dass es noch ganz, ganz viele Dinge gibt, die man da machen könnte und die ich gerne machen wollte. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt mit Open-Source-Projekten, da steckt man eine Weile Zeit rein und irgendwann hat man die Zeit nicht mehr und dann hat man keine Lust mehr, nach 2 Jahren schimmelt's. Und eine der möglichen Lösungen dafür ist, da irgendwie ein großes Team an Leuten zu haben, die damit aktiv sind, aber das ist schwer aufzubauen. Eine andere Lösung ist, wenn man mit dem Open-Source-Projekt Geld verdient, dann ist es oft leichter, sich da noch Zeit für zu nehmen. Und vielleicht kann man dann ja das sogar irgendwann als Job machen. Und mit Open Source Geld verdienen, wie soll das gehen? Da gibt es so ein paar Modelle, die man immer wieder findet. Was man ganz oft sieht, ist so ein Dual Licensing Ansatz. Das ist die Software unter einer Lizenz, meist GPL, AGPL gibt. Und wer sich nicht an diese Lizenzbedingungen halten müssen will, der soll halt Geld zahlen und kriegt es unter einer proprietären Lizenz. Funktioniert für manche Anwendungsfälle ganz gut, hat aber das Problem, dass es den Prozess des Contributens zu dem Open-Source-Projekt meist relativ kompliziert macht, weil man ein asymmetrisches juristisches Verhältnis hat. Also wenn ich dieses Projekt ins Netz stelle und jemand von euch will was dran verbessern, dann habe ich an dem von euch Verbesserten nachher mehr Rechte als ihr selbst. Und das ist irgendwie so eine weirde Situation und das führt meist dazu, dass man einen Papierkrieg anfängt und jeder, der irgendwas dazu beitragen will, muss erst irgendwas unterschreiben und dann macht es keiner. Ist meist funktioniert ab einer gewissen Größe, wenn man Leute hat, die groß genug Incentives haben, das trotzdem zu machen, aber ist für den Staat nicht empfehlenswert. Anderes, was man häufig sieht, ist kommerzieller Support. Ne? Also ihr könnt die Software gerne haben und damit machen, was ihr wollt, aber wenn ihr Hilfe dabei braucht, dann hier. Und das ist ein ziemlicher No-Brainer, das kann man eigentlich so für jedes Open-Source-Projekt, da schadet man auch keinem bei und das ist irgendwie relativ harmlos. Haben wir gesagt, okay, das machen wir. Ist aber, stellt sich raus, wenn man ein kleines Projekt ist und anfängt, je nachdem, was das für eine Branche und Zielgruppe ist, relativ schwer dafür Kunden zu finden. Also wir haben jetzt vielleicht nach all den Jahren vielleicht 3, 4 Kunden, die uns für nur Support bezahlen. Die meisten Leute, das Problem ist, wenn man gute Software baut, dann macht man sich so ein bisschen diesen Supportbedarf weg und dann kann man das nur noch Leuten verkaufen, die so ein sehr starkes Sicherheitsbedürfnis haben, dass sie unbedingt einen Ansprechpartner wollen, aber eigentlich brauchen sie es vielleicht gar nicht. Anderes Geschäftsmodell ist, das Open-Source-Projekt eben nicht nur als Code in die Welt zu setzen, sondern auch noch als Software-as-a-Service-Plattform. Geht natürlich nicht für jedes Open-Source-Projekt, aber für zumindest mal die Sachen, die wirklich so user-facing sind, geht das ganz gut. Und das Schöne daran ist, dass man damit in der Regel nicht der bestehenden Zielgruppe des Projektes eine Dienstleistung anbietet, sondern dass man sich eine komplett neue Zielgruppe eröffnet. Weil plötzlich kann die Software nicht nur von Leuten benutzt werden, die in der Lage sind, damit irgendwie sich das zu kompilieren oder zu installieren und was auch immer, sondern plötzlich kann das von jedem benutzt werden, der an der Sache interessiert ist, ganz unabhängig von technischen Rahmenbedingungen. Und man muss sich um nichts kümmern, man kann das einfach kaufen. So. Also haben wir gesagt, ist eine gute Idee, probieren wir aus. Und das vierte Modell, das man relativ häufig sieht, ist der sogenannte Open Core Ansatz, dass man sagt, okay, ist ein Open Source Projekt, aber nicht alles. Wir haben hier so eine Kernsoftware, die ist auch benutzbar und damit könnt ihr auch jede Menge Spaß haben. Aber wir haben hier noch so Zusatzfunktionen, für die wollen wir nochmal Geld. Und das sieht man auch recht oft. Und das ist auf jeden Fall wahrscheinlich auch eine gute Idee. Klassische Beispiele, wo es auch so alles drei davon gibt, wäre eben zum Beispiel WordPress oder GitLab wäre auch so ein Beispiel, was irgendwie relativ populär ist, die auch so alle drei diese Dinge anbieten. Und das ist jetzt eben hier auch das Experiment gewesen. Also das Interessanteste ist so ein bisschen dieses Software-as-a-Service-Ding. Und damit habe ich dann angefangen. Ich habe dann ab Februar 2016 angefangen, eine Software-as-a-Service-Plattform für Pretix zu bauen und hatte dann im März so einen ersten Testkunden. Und das ist eine relativ entspannte Situation, wenn man so
zwei, drei, vier Testkunden habt, die irgendwie wissen, dass das ein neues Produkt ist und das irgendwie toll finden, aber es vielleicht auch nicht die alleranspruchsvollsten Kunden sind, was Verfügbarkeit und so angeht, dann kann man da noch ein bisschen basteln und sie ausprobieren und dann ist es nicht so schlimm, wenn das mal ein paar Stunden nicht online ist. Und diese Phase ging dann relativ lange, nämlich bis Anfang 2017. Und im Januar 2017 gab es dann sowohl das erste offizielle Release von dem Open-Source-Projekt und gleichzeitig den offiziellen Start von der Software-as-a-Service-Plattform. Seitdem kann man einfach auf die Webseite von Prediscan sagen, ich mache ein Event, ich hätte dafür gerne einen Ticket-Shop jetzt. Und kleine Notiz am Rande, von September bis diesen Februar wurde meine Arbeit daran durch den Prototype Fund gefördert, wer davon noch nie gehört hat. Deswegen erwähne ich es, das ist ein Projekt von der Open Knowledge Foundation und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung. Im Wesentlichen suchen die Leute, die coole Open Source Software schreiben wollen und bezahlen denen dann für ein halbes Jahr ihre Arbeitszeit daran. Wer irgendwie schon immer mal ein Open-Source-Projekt irgendwie endlich mal so richtig in die Gänge kriegen wollte und dafür gerne trotzdem währenddessen was essen und die Miete bezahlen würde, der sollte sich das mal angucken. Die haben immer so einen Förderzyklus von so einem halben Jahr und da kann man sich jedes halbe Jahr neu bewerben. Das ist auf jeden Fall einen Blick wert. Und unser Jahr 2018 war dann bisher im Wesentlichen davon geprägt, dass wir festgestellt haben, okay, das ist irgendwie alles schön und gut. Die Firma war mittlerweile, also das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, ich habe 2014 jemanden Teilzeit angestellt für Softwareentwicklung in anderen Projekten, deswegen, und man gewöhnt sich das so an, immer wir zu sagen, weil man kann ja nicht zeigen, was man für eine kleine Firma ist. Und 2018 war dann so das Thema, okay, also es ist irgendwie schön und gut, Softwareentwicklung machen wir schon ein paar Jahre, wissen wir ungefähr, was wir tun, aber wie geht eigentlich Marketing und Vertrieb? So, das nie was von gehört, muss man sich irgendwie anlesen, ausprobieren, experimentieren und damit haben wir einen Großteil dieses Jahres verbracht. Wir haben komplett in Eigenregie zum ersten Mal einen Messestand gebaut, wir haben diverse Werbemaßnahmen ausprobiert und haben jetzt seit 1. Oktober auch eine Vertrieblerin mit im Team, die sich da hauptsächlich drum kümmert und das wird alles ganz großartig. Und Stand jetzt ist, es gab gerade das 2.0-Release von der Software, die läuft sehr stabil und es kommt ein Feature nach dem nächsten. Wir haben einen monatlichen Release-Zyklus, es gibt immer in der ersten Woche des Monats gibt es eigentlich einen Release, das funktioniert relativ gut, weil wenn man Releases immer dann macht, wenn die Software fertig ist, dann passiert es nicht. Und nach allem, was wir wissen, sind mit der Software jetzt über 100.000 Tickets für etwa über 1.000 Events verkauft worden. So ganz genau wissen wir es nicht, weil bei den Leuten, die die Software selber betreiben, ne, können wir nicht reingucken. Von manchen wissen wir es und viele laufen halt bei uns. Und das ist wirklich ganz gemischt, auch wenn das irgendwie aus diesem Konferenzumfeld kam und so die größten Stärken der Software auch bei dem Ticketverkauf für so Konferenzen sind, hatten wir auch schon Festivals und Konzerte und Theater und ich glaube Kino hatten wir nicht, aber Workshops, Barcamps, Seminare, sonst alles von 5 bis 15.000 Teilnehmer. Und ja, ich habe schon gesagt, wir sind mittlerweile ein vierköpfiges Team. Wir machen nicht nur Pretix, wir sind prinzipiell eine generische Softwarebude, aber Pretix ist mittlerweile doch unser größtes Projekt und macht ungefähr 60% von unserem Umsatz aus. Ich renne mal noch so ganz schnell über so einen ganz leichten Feature-Überblick, das halte ich jetzt, da könnte ich Tage drüber reden, ich versuche das jetzt in unter einer Minute zu machen oder so. Unsere Nische sind vor allem Veranstalter, die relativ anspruchsvoll darin sind, was der Ticketshop kann, wie man ihn konfigurieren kann, wie es am Ende aussieht. Also die nicht in 2 Minuten den fertigen Shop haben wollen und dann sieht er aus wie alle anderen auch und kann nur relativ wenig, sondern die komplexe Preisstrukturen haben. Man kann sich hier Pakete aus verschiedenen Workshops zusammenstellen oder es ist wichtig, dass alles mit der Corporate Identity passt oder es ist wichtig, dass alle E-Mail-Texte, dass alle Texte gut sind. Wir haben zum Beispiel, wir sind meines Wissens nach der einzige Ticketshop, der in der Lage ist, komplett mehrsprachig zu arbeiten. Also wenn ihr eine Konferenz habt, die englischsprachige und deutschsprachige Teilnehmer habt, dann kann nicht nur ist die Software selbst so gebaut, dass man die Software übersetzen kann, sondern man kann einen Ticketshop in mehreren Sprachen anlegen und dann sagen, okay, ich habe hier meine Beschreibungen für die verschiedenen Produkte, die ich verkaufe und jede dieser Beschreibungen muss ich auf Deutsch und auf Englisch und auf Holländisch anlegen können und solche Geschichten. Man hat bei uns eine relativ freie Wahl aus verschiedenen Zahlungsanbietern, kann darüber viel Geld sparen und so weiter.
Wir sind mittlerweile nicht mehr nur ein Online-Shop-System, sondern bedienen so alle Verkaufskanäle, über die man so Tickets verkauft. Das ist einerseits der Webshop. Andererseits kann man diesen Webshop auch irgendwie, wir nennen das unser Widget in Webseiten oder Facebook-Seiten oder so einbinden. Man kann, wenn man will, sogar einen funktionierenden Ticketshop in diese Präsentationsfolien einbinden. Ja, funktioniert. Wir können mittlerweile Vorverkaufsstellen anbinden. Wir hatten ein kleines Projekt mit einer Literaturveranstaltung in Heidelberg, wo man dann vorher in allen Heidelberger Buchhandlungen seine Tickets kaufen konnte, wenn man irgendwie ein Publikum hat, das noch nicht so digital ist. Und unser großes Projekt im Moment, so für jetzt den Herbst, ist, dass wir jetzt sehr bald eine Kassensoftware für den Ticketverkauf dann an der Veranstaltung fertigstellen werden. Dazu kommt dann Software für den Check-in, weil irgendwann ist das Event halt da, alle Tickets sind verkauft, jeder hat irgendwie hübsch sein Ticket mit dem QR-Code und dann kann man zwar irgendwie eine Papierliste drucken mit allen Teilnehmern, das ist, wenn man ein Seminar mit 10 Leuten macht, auch praktikabel, wenn man was mit viel mehr Leuten macht, nicht, und deswegen haben wir dann irgendwie Apps zum Scannen dieser Tickets und das Ganze dann auch, weil wir leben ja im Internet-Hochentwicklungsland Deutschland, auch wenn das Internet mal ausfällt, was oft so wie Events angeblich mal passiert. So, das war jetzt so der Schnelldurchlauf, wo Pretix herkommt, was Pretix ist. Ich bin nachher noch da, bis wir hier rausgeschmissen werden und rede da gerne so viel drüber, wie ihr mich nur ertragen könnt. Wollte euch jetzt aber trotzdem noch irgendwie ein bisschen was über Technik erzählen, die dahinter steht. Und quasi einen kleinen Überblick geben in einerseits die Architektur von unserem Software-as-a-Service-Produkt, andererseits auch ein bisschen in die Architektur von der Software. Auch da gibt es ganz viele Sachen, wo ich ewig ins Detail gehen könnte. Ich glaube, das machen wir dann nachher am besten. Ich rede dann über das, wo ihr irgendwie Fragen dazu habt. Unser Stack ist grundsätzlich, besteht ja erstmal aus Python, unserer Lieblingsprogrammiersprache, in der so der Großteil unserer Applikation geschrieben ist, und zwar mit Django als Web-Framework. Wer das nicht kennt, das ist so in der Python-Welt eins von zwei ganz großen Frameworks. Große Rolle spielt bei uns auch Celery, ich bin zu schnell, ich dachte, ich hätte das in mehrere Punkte aufgeteilt. Große Rolle spielt bei uns auch Celery. Das ist so ein Tool, mit dem man generische Tasks, die von Worker-Prozessen erledigt werden sollen, abwickeln kann. Also man hat irgendwie seine Web-Prozesse, die sagen, okay, hier muss was getan werden, legt das in eine Task-Queue, hat Worker-Prozesse, die das dann abarbeiten. Als Datenbank verwenden wir PostgreSQL, weil es unbestritten die überlegene Datenbank ist. Und wann immer wir irgendwie was cachen müssen oder Dinge im sehr schnellen Zugriff brauchen, nutzen wir Redis. Für die ganzen Android- und Desktop-Applikationen funktioniert dieser Stack leider nicht so gut, wie wir es gerne hätten. Deswegen schrieben wir da viel Java. Jetzt schreiben wir fast nur noch Kotlin. Hauptsächlich, weil es eben beides unter Android sehr gut funktioniert. Und wenn wir es unter Android schon den ganzen Code in Kotlin haben, dann verwenden wir den für die Desktop-Applikation einfach wieder, weil der Code ist ja schon da. Ja, irgendwie ist hier mein Speaker-View asynchron, das hat mich gerade aus dem Takt gebracht. Wir sind mit unserer Software-as-a-Service-Lösung nicht in der Amazon-Cloud oder so, weil wir so einerseits aus so dem romantischen Ideal, die Dinge noch irgendwie ein bisschen selber zu machen, andererseits, weil es bei unserer Größe tatsächlich auch einfach wahnsinnig viel teurer wäre. Und betreiben das Setup aktuell auf einem Cluster von virtuellen Maschinen in einem deutschen Rechenzentrum. Was hier nicht zu sehen ist, ist irgendwie noch Monitoring, Backup in externes Rechenzentrum und wir haben noch so einen kleinen Object Storage /CDN. Aber so unsere Hauptapplikation, wenn man auf pretix.eu geht, kommt man auf einen von zwei Load Balancern, die dann den Request auf eine von aktuell 4 Maschinen verteilen, wo unser tatsächlicher Code läuft, also wo unsere Django- und Celery-Prozesse laufen, die Requests entgegennehmen und irgendwas damit machen. Und hinten dran läuft auf 3 Maschinen sowohl ein PostgreSQL-Cluster als auch ein Redis-Cluster.
Und das sieht jetzt erstmal wahnsinnig kompliziert aus. Und wir sind zwar zumindest in der Beschreibung zu diesem Talk als Startup beschrieben, aber wir machen das trotzdem nicht, weil es skalieren muss. Skalieren ist nämlich bei unserer Firmengröße völlig egal. Wir könnten unsere komplette, alles, was wir machen, völlig problemlos noch auf Jahre hin auf einem einzelnen Dedicated Server irgendwo im Keller betreiben. Was wir als kleine Firma aber nicht können, ist rund um die Uhr jemanden im Zugriff haben, wenn was schief geht. Das heißt, dieses Setup ist vor allem darauf optimiert, dass jede dieser Kisten jederzeit mal einen Hardware-Schaden haben kann und das System selbstständig wieder hochkommt. Deswegen so mit Performance hat diese Verteilung auf so viele Maschinen gar nicht so viel zu tun. Das ist aber natürlich alles, wenn man die Open-Source-Software selber betreiben will, gar nicht nötig. Die Applikation ist so geschrieben, dass sie einfach nur dieser Django-Prozess muss laufen und davor muss irgendwie ein Webserver sitzen, der das SSL macht und dahinter muss irgendwie eine SQL-Datenbank sitzen und vielleicht ein Redis, vielleicht der Celery-Prozess, aber sogar das ist optional. Und WordPress gibt immer mit dieser 5-Minuten-Installation an. Wir haben eine 3-Zeilen-Installation, wenn man das Pretix einfach mal ganz schnell ausprobieren will, kann man sich einfach den Python-Paketmanager pip nehmen, Pretix installieren, einmal Datenbankmigration ausführen, in den Default-Settings wird dann einfach in dem Ordner, in dem man gerade ist, eine SQLite-Datenbank angelegt und dann kann man den Entwicklungsserver starten und zack, fertig. In deutlich unter 5 Minuten hat man ein funktionierendes Pretix auf seinem Laptop laufen. Ich würde das allerdings nicht für den Produktiveinsatz empfehlen. So, das war so ein kleiner Überblick, wie wir dieses Hosting-Setup machen. Und jetzt wollte ich noch ein bisschen was zur Software erzählen. Das Pretix ist nämlich Plugin-basiert gestaltet. Das ist eine der Designentscheidungen, die relativ am Anfang gefallen sind, mit der wir auch immer noch glücklich sind. Und man kennt das von ganz vielen anderen Software, gerade im Webbereich, ob das jetzt die Atlassian-Produkte sind oder WordPress oder irgendwas anderes. Das ist ein guter Faktor für den Erfolg einer plattformartigen Software ist, wenn man die irgendwie erweitern kann, ohne an der Software selbst rumpatchen zu müssen. Und was könnte das bei so einem Ticketshop-System sein? Naja, also was einem irgendwie einfällt, ist so Zahlungsmethoden. Wir haben so ein paar Zahlungsmethoden, sind fest integriert, aber nicht alle. Und es gibt wahnsinnig viele. Und wenn man jetzt einen Zahlungsanbieter verwenden möchte, der nicht mit dabei ist, dann kann man eben einfach ein Plugin schreiben. Und dann ist das kein Problem. Genauso kann man neue Exportformate, wenn man die Daten für irgendwas haben will, da rauslassen. Man kann Anbindungen an externe Systeme bauen, Leute, die sich für die Konferenz anmelden, automatisch beim Newsletter-Tool eintragen. Man kann obwohl es über das Interface schon recht gut konfigurierbar ist, eigene Renderer für Tickets, Rechnungen, Namensschilder schreiben, um da irgendwie das Design anzupassen. Aber man kann auch eben ganz zusätzliche Funktionen einbauen. Zum Beispiel haben wir ein kleines Content-Management-System, das man als Plugin reinladen kann, um dann so statischen Content wie Impressum, Teilnahmebedingungen nicht nochmal extra auf eine Webseite packen zu müssen. Oder wir haben Plugins, die den Bestellprozess stark verändern. Zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie ein Festival hat oder ein Konzert mit teuren Eintrittskarten und die Leute wollen die Karten auf Papier kriegen, damit sie hinterher an die Wand hängen können, dann braucht man irgendwie muss man Lieferadressen erfassen, Versandkosten berechnen, Versandlogistik machen, Drucklogik und sowas alles. Und es mit diesem Plugin-Architektur, das ist einerseits ganz nett, technisch, weil es einem ermöglicht, relativ viele Sachen aus der Kernapplikation rauszuhalten und dann nicht so den totalen Feature-Creep sich einzuhandeln. Aber es ist natürlich auch der absolute Startschuss für so einen Open-Core-Ansatz, dass man einfach sagen kann, okay, das Kernprodukt ist ein Open-Source-Projekt und es gibt hier noch so ein paar Plugins, die sind das vielleicht nicht, sondern die werden gesondert lizenziert und dann hat man eben nicht das Problem, dass man irgendwie verschiedene Versionen der Software hat und Patches hin und her pflegen muss und kompatibel halten muss und so weiter. So, wie sieht so ein Plugin-System aus? Ein Plugin-System hat man in der Regel, das ist so nun wahrscheinlich noch das Einzige, was die meisten Plugin-Systeme gemeinsam haben, man hat irgendwie in der Kernsoftware irgendwas, was sich Hooks oder Signals oder wie auch immer nennt, wo man als Plugin sagen kann, okay, immer wenn das passiert, möchte ich gerne gefragt werden, wie es weitergeht und irgendwas mitreden dürfen. Und ich habe jetzt, damit hier irgendwie ein bisschen tiefer reingeht, kleines Spielbeispiel gemacht, wie man sowas in Python umsetzen kann.
mit so ein ganz simples Hook-System. Und wir fangen an mit einer Klasse, die wir jetzt einfach mal Signal nennen und die als einzige Property eine Liste hat, die Empfänger dieses Signals sind. Und diese Klasse hat zwei Methoden. Und zwar erstens eine Methode, mit der man einen Empfänger dieses Signals registrieren kann. Das ist so eine Funktion zweiter Ordnung. Das heißt, es ist eine Funktion, die hier eine Funktion als Parameter kriegt. Und alles, was sie macht, ist, diese Funktion dann in diese Liste reinzusetzen. Also wir rufen diese Register-Funktion ein paar Mal auf und haben dann hier eine Liste von Funktionen. Und dann haben wir als zweite Methode eine Methode, die das Signal aussendet. Und was die einfach macht, ist, für jede Funktion in dieser Liste ruft sie die Funktion einmal mit den übergebenen Argumenten auf. Und dann können wir unsere Hooks definieren, indem wir einfach Objekte dieser Klasse initialisieren, zum Beispiel sagen wir User created. Und das ist einfach ein Signal. Und Python hat dann so einen schönen Syntactic Sugar, wenn wir diese Decorator sind im Wesentlichen einfach der Aufruf einer Funktion mit der hier definierten Funktion als Argument. Das heißt, wir definieren hier eine Funktion, die jedes Mal aufgerufen werden soll, wenn eben dieses User-Created-Signal aufgerufen wird. Also jedes Mal, wenn diese Send-Methode aufgerufen wird. Und so haben wir jetzt in wirklich sehr wenig Zeilen uns ein kleines Hook-System gebaut. Wenn man zufällig mit Django arbeitet, wird man feststellen, dass das in Django schon so fertig integriert ist und ein bisschen mehr Dinge kann. Da hat sich nämlich jemand schon mal über Thread Safety Gedanken gemacht, hat sich jemand schon mal über Caching und über Memory Leaks Gedanken gemacht. Das heißt, wenn man Django nutzt, will man das vielleicht nicht selber bauen, sondern das nutzen, was sich vielleicht schon mal jemand überlegt hat. Und wenn man nicht Django nutzt, will man da vielleicht einfach mal reinschauen, wie das funktioniert. Das andere Konzept, das uns sehr entgegenkommt in Django, ist das Konzept von den sogenannten Django-Apps. Apps sind in Django ein Konzept, um in Web-Applikationen Funktionsbestandteile voneinander zu trennen. Die ursprüngliche Idee dahinter war mal, dass man funktional verschiedene Teile der Applikation so voneinander antrennt, dass man sie wieder rausnehmen und in eine andere Applikation reinschieben kann. Das funktioniert in der Praxis selten. Aber nichtsdestotrotz sind die eben so designt, dass jede so eine Django-App seine eigenen Datenbankmodelle haben kann, seine eigenen Templates, seine eigenen statischen Dateien und so weiter. Die sind also relativ eigenständig voneinander, können aber miteinander interagieren. Und für unser Plugin-System kommt uns das alles sehr entgegen. Wir können nämlich einfach jedes Plugin als so eine Django-App begreifen und haben dann relativ viel schon fertig da, was wir brauchen. Dann gibt es noch einen netten Mechanismus in der Python-Paketverwaltung, den wir ausnutzen können. Und zwar gibt es in den Python-Setup-Tools die sogenannten Entry-Points. Und wir können jetzt in der Paketdefinition von unserem Plugin einen sogenannten Entry-Point definieren, den zwar ein Entry-Point vom Typ pretext.plugin. Und dann gibt es automatisch systemweit, beziehungsweise Python-installationsweit, eine Liste aller installierten Pakete, die Entry Points der verschiedenen Typen definieren. Und wir können uns dann nachher in unserer Applikation einfach vom Paketsystem einfach mal alle installierten Plugins geben lassen. Und wenn wir dann noch ein bisschen Magie machen, um das jetzt im Django noch mit dem URL-Routing schön hinzukriegen, dann können wir die Plugin-Installation fast so einfach oder noch einfacher haben als vorhin die Pretext-Installation. Man muss nämlich nur noch das entsprechende Plugin installieren und dann einmal, wenn nötig, die Datenbank entsprechend anpassen. Und das macht es relativ convenient und der Endnutzer, der die Software betreibt, muss nachher, selbst wenn er ein Plugin installieren will, überhaupt nichts über Code oder Konfiguration oder so wissen. Noch ein bisschen Magie später, wenn wir diese Signal-Klasse jetzt noch aufbohren, sodass die nicht nur eine Liste von Receivern hat, sondern dass die auch noch Kontextinformationen sowohl über die Receiver als auch über das ausgesendete Signal hat, dann können wir das sogar so bauen, dass man diese Plugins komplett pro Event an- und ausschalten kann. Also es gibt in Pretext so ein Menü und man kann einfach ein komplettes Plugin mit aller Funktionalität, die da dranhängt, sage, für diese Veranstaltung will ich das haben, für diese Veranstaltung nicht. Und das ist vor allem deswegen sehr, sehr schön, weil durch diese Plugins gibt es echt viele Features und wenn man ein volles Pretext mit allen Plugins als User das erste Mal sehen würde, wäre man völlig erschlagen davon.
Aber so sind einfach viele Features komplett versteckt und man sieht nichts von ihnen und sie brauchen auch keine Performance und nichts anderes. Und in dem Moment, in dem man sagt, ich will dieses Feature haben, klickt man das an und es taucht auf und ansonsten eben nicht. Das ist jetzt so ja, grob Überblick über diese Plugin-Architektur von Pretix. Es gibt einige Dinge, die technisch spannend sind an Pretix und vielleicht ein bisschen unkonventionell. Über viele davon habe ich schon mal irgendwo geredet oder geschrieben. Zum Beispiel, wie wir unser eigenes Content Delivery Network. Warum habe ich hier die alten Folien? Ich habe irgendwie nur das eine Browserfenster neu geladen vorhin, nachdem ich die Folien geändert habe. So, wie wir ein Content Delivery Network gebaut haben, ohne eine Zeile Code zu schreiben, wie und vor allem warum wir unser ganzes Setup von einem MariaDB Multi-Master Cluster auf einen PostgreSQL Cluster migriert haben, wie wir für so hübsche Ticketdrucker, aus denen so, ne, wie man das so von Eventim kennt, diese hübschen Thermo-Tickets rauskommen, unseren eigenen CAPS-Treiber schreiben mussten und gelernt haben, wie so ein Druckertreiber eigentlich funktioniert. Und dann aber auch so Geschichten, wie wir unseren ersten Messestand gebaut haben. Das sind alles Themen, über die ihr mich nachher ganz viele Dinge fragen könnt, über die ich stundenlang reden kann. Oder über dieses Blogpost in unserem viel zu wenig geliebten und gepflegten Tech-Blog gibt. Und es gibt so den einen oder anderen Vortrag, den man findet, wo ich einzelne Aspekte davon, es gibt auch einen Vortrag, wo ich dieses Plugin-System noch deutlich tiefer im Detail beleuchtet habe und eins, wo ich über diesen, den Mechanismus rede, mit dem wir in unserer Datenbank die Nutzdaten in mehreren Sprachen gleichzeitig speichern. Wir sind noch lange nicht fertig, wir haben noch ganz viel vor. Ein ganz großes Thema für uns ist zum Beispiel, das ist so der einzige Blocker, warum manchmal Veranstaltungen sagen, nee, Pretix geht für uns gar nicht, ist, wir können für so eine Konzerthalle keine Ticketbuchung mit Sitzplatzwahl, das wird ein Riesenprojekt, weil dann muss man irgendwie so einen Editor bauen, mit dem man so Pläne zeichnen kann und das wird jetzt so unser großes Projekt für Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres hoffentlich. Aber es gibt noch ganz viel mehr, das uns einfällt und wann immer uns die Ideen ausgehen, haben unsere Kunden leider viel zu viele davon. So, das war der grobe Überblick über Pretix, so geschichtlich, technisch, businessmäßig. Ich freue mich jetzt noch, irgendwie ein paar Fragen zu beantworten und ansonsten, wenn die Kamera dann aus ist, irgendwie im kleineren Rahmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Rami. Gibt es denn Fragen eurerseits? Dann würde ich mich freuen, euch ein Mikrofon bringen zu dürfen. Ja, erstmal vielen Dank. Super cooler Vortrag. Ich habe noch mal eine Frage zu dem Thema des im Moment noch physischen Tickets, was du jetzt eben auch ausdrucken musst. Oder du zeigst einen QR-Code auf dem Telefon. Warum nicht einen Schritt weitergehen über beispielsweise NFC-Technologie? Gibt es da Überlegungen? Naja, also was Tickets ausdrucken ist nichts, was also muss in der Regel nicht mehr sein. Also klar, die werden irgendwie auch als PDF ausgespielt. Es gibt Leute, die drucken sich das gerne aus. Wir können natürlich auch diese Passbook-Files in diesem hübschen Apple-Format ausspielen, dass das dann irgendwie nett auf dem Smartphone dastehen kann. NFC glaube ich selbst nicht dran. Erstens mal habe ich noch nie einen NFC-Tag irgendwie gescannt und es ging tatsächlich schneller, als ich einen Barcode scannen kann. Und zweitens mal gibt es auch einfach, also wenn ich jetzt mir ein Smartphone kaufen will, muss ich schon sehr genau hingucken, dass ich eins erwische, das NFC kann. Ich glaube, die Marktabdeckung ist da einfach zu gering für die Realität. Also du glaubst nicht, dass es noch verstärkt kommt? Ich wüsste nicht, wieso. Also Barcode-Scannen performt schon echt gut. Ich wüsste nicht, was NFC, also was wäre mit NFC besser? Ich weiß es nicht. Habt ihr denn noch eine weitere Frage? Die Postgres-Datenbank habt ihr rein in der Replikation, aber nicht in der Lastverteilung, oder? Wenn ich das richtig verstehe. Ich weiß nicht, ob das Mikrofon tut, aber so oder so okay. Kannst du es. Okay, die Postgres-Datenbank habt ihr rein in der Replikation, nicht in der. Was? Ja, also die Postgres, die Frage war, wie die Replikation bei der Postgres-Datenbank funktioniert. Die Postgres-Datenbank hat immer einen Master, einen synchronen Slave, einen asynchronen Slave und darüber läuft ein Tool namens Patroni, das kommt von den Zalando-Leuten, das in dem Moment, in dem
eins davon irgendwie ausfällt, sich darauf einigt, wie es auf allen dreien die Postgres-Konfiguration umschreibt und dann alle neu startet. Also dauert so, wenn wirklich mal eins ausfällt, ist vielleicht eine Minute tot und dann ist wieder da. Gut. Dann vielen Dank dir. Und nochmal einen schönen Abend noch. Und dir nochmal einen schönen Applaus.